Hey, folks. Was haben wir denn hier? Ich habe es schon aufgemacht. Natürlich haben wir ein Buch hier drin. Aber weiter habe ich noch nicht geguckt. Ja, dann holen wir es mal raus. Natürlich ist es ein Buch. Ja, na gut, es könnte auch was anderes sein. Es könnte zum Beispiel eine Plastik sein, wie in einem der letzten Videos. Aber dieses Paket ist für eine Plastik zu flach. Also lasst uns nachschauen, was für ein Buch hier drin ist. Was es beinhaltet. Und, Zeichen. Schaut es euch an. Malus Monstrum. Gottheiten und Monster des Cthulhu-Mythos. Limitierte Edition. Ich werde es mal von der Folie befreien. Und dafür nehme ich mein kleines Skalpell hier. So. Ein kleiner Schnitt zum Ansetzen. Ah ja, es lässt sich leicht öffnen. Okay. Na, schneidet sich wie von selbst. Lässt sich leicht öffnen. Die Folie lässt sich leicht entfernen. Kann man nicht meckern. Ja. Ach, seht es euch an. Hat noch hier so eine Banderole. Entfernen. Ja, kriegen wir sie hier. Oh, seht euch das an hier, Freunde. Mit echten metallernen Ecken. Ja. Kriegen wir die Banderole darüber? Kriegen wir sie durch? Es wird jetzt kompliziert. Ah, hier schneidet es ein. Jetzt wird es kompliziert, Freunde. Muss ich wirklich zeigen, was ich beim Auspacken drauf habe. Kriegen wir die Banderole, ohne sie zu öffnen, hier rüber. Können wir sie einfach abziehen? Oder können wir sie hier ohne weiteres leicht öffnen? Ja, es geht. Oh nein! Vorsicht, 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 Vorsicht. Uiuiuiui. Ah, Vorsicht. Okay, 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 okay. So. Ein riesiges, dickes Buch. Malus Monstrum. Ja.
Seht es euch an. Okay, das, was hier drauf ist, sieht nicht allzu schön aus. Dieses Monster oder was es auch sein mag. Aber es ist edel aufgemacht. Es hat eine wattierte Polsterung und wie gesagt, metallerne Schutzecken hier. Und hier, der Satz ist eingestanzt hier. Eingestanzte. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Ja, das ist die limitierte Auflage der Malus Monstrum Bücher. Die Malus Monstrum Bücher umfassen 2 Bände. Und diese Bände sind hier in dieser Limited Edition zusammengefasst. Und diese limitierte Edition hier ist teurer als wie die beiden Einzelbände zusammen. Nun ja, es soll limitiert sein und hat hier die metallernen Ecken. Und wie gesagt, einen wattierten Umschlag. Ist ziemlich dick und ja, schmeißen wir mal einen Blick hinein. Es ist für das Cthulhu-Rollenspiel. Ja. Oh, seht euch das an. Das hätte ich jetzt den Leuten von Pegasus gar nicht zugetraut. Es ist wirklich limitiert auf 1500 Stück. Und ich habe die Ausgabe, den Druck 467. Ich wollte schon sagen, ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage ist. 1500 Exemplare. Mittlerweile ist es schon etwas schwer, dieses Buch zu bekommen. Deutsche Ausgabe, Copyright 2022. Okay. Schauen wir uns das Ding mal an hier. Okay, hier haben wir ein Kapitel, wie man selber Monster erschafft und sie beschreibt. Wichtig für ein Rollenspiel. Monster und Magie. Die Magie der Monster. Ein giftiger Blick. Der flüssige Tod. Monster erschaffen. Also wie Dr. Frankenstein. So, jetzt wird's schon interessant. Die Größenverhältnisse der Monster. Hier haben wir einen Mensch, den Menschen. Ein tiefes Wesen, ja, über 2 Meter groß, ein bisschen korpulenter als ein Mensch. Ja. Also was heißt ein bisschen? Ganz schön. Älteres Wesen. Flugkrake. Die große Rasse von Yid. Ein Schogott. Und das Sternengezücht der Cthulhu. Ja. Menschengroß, groß, gewaltig, riesig, gigantonisch. Einteilung von Monstern.
wer kennt sie nicht noch aus den 70er Jahren? Mumien. Monster. Monstren. Mutationen. Monster des Cthulhu-Mythos. Ältere Wesen, ist ja auch hier wahrscheinlich so ein älteres Wesen. Ohne Wesen nichts gewesen hier. Okay, okay. Also alles. Hier fängt's an. Hier fängt's an. Moment. Hier. Hier geht's los. Monster. Schergen des Cthulhu. Ein echter Scherge. Sternengezücht. Uah! Da ist er. Ja, wenn wir die Kamera etwas anders einstellen. So. Dunkeldürre. Und die Dimensionsschlürfer. Ja, für den Crack alles bekannte Namen. Fäulniswesen. Ja. Flugkraken. The Flying Kraken. Formloses Gezücht. Ghule. Ein Ghul kommt selten allein. Schreibt euch das hinter die Ohren, Leute. Dann haben eure Charaktere eine größere Chance zu überleben. Gnome von Goatswood. Satyr. Okay, anders als wie bei anderen Monsterhandbüchern haben wir hier nicht auf jeder Seite oder auf jeder zweiten Seite ein Bild, sondern ausführliche Beschreibungen. Gezücht der grünen Tiefe. Grufthirten. Ja. Ja. Ah, Hyperborea. Kalte Wesen. Ja. Mir sagt man nach, mein Spielleitergesicht ist so kalt wie das eines toten Barracudas. Ja. Kriechende Wesen. Ja. Laura. Okay, also ich hätte mir hier irgendwie noch nicht nur eine Beschreibung, wie groß diese Monster sind, sondern auch irgendwie noch bei der Abbildung zum Vergleich des Menschen, irgendwie noch so einen kleinen Menschen hier pro Bild gewünscht.
Rattenwesen. Das Schlangenvolk. Die Schogotten. Da blättern wir mal schnell weg. Schrecken aus dem Jenseits. Proto-Schogotten. Das Schweinsvolk. Shub-Niggurath. Dunkle Junge. Junge. Spektraljäger. Alles ersonnene Monster von H.P. Lovecraft. Und vielleicht auch noch von dem einen oder anderen Autor des Lovecraftschen Zirkels. Also auch für Buchliebhaber, die nur die Geschichten von H.P. Lovecraft lesen. Ein gutes Nachschlagewerk, um mehr Informationen über die Monster zu erhalten. Wie sie aussehen. Und Hintergrundinformations. Wandelnde Würmer. Windgeher. Na, wollte ich doch sagen hier. Sieht doch eher aus wie ein Wendigo. Ist das übersetzt? Wendigo gleich Windgeher? Wendigoismus, sag ich doch. Die Todesranken von Xixol. Herrlich, diese Namen hier. Xixolotl. Na, was bist denn du für einer? Ja. Also ich dachte wirklich hier, ich finde keine, ja, wie soll ich sagen? Ah, hier ein Wendigo. Ich finde jetzt keine, naja, die sind natürlich abartig, die Monster, aber ich dachte, ich finde jetzt hier nicht allzu viele Bilder und Zeichnungen von denen, die mir gefallen, aber kann echt nicht meckern. Menschenfressende Pflanzen. Vampire. Vogelscheuchen. Werwölfe, also die Klassiker sind auch hier vorhanden. Na ja, und die Zombies. Kapitel 4, Tiere. Alligatoren und Krokodile. Elche und Elefanten. Na, hier mit zwei Lesebänchen. Also wirklich edel aufgemacht. Hunde und Hyänen. Ja, hier haben wir sie wieder. Kraken. Und Oktopusse. Muränen. Piranha-Schwärme. Die sind nicht ohne.
einer Rattenhorde. Lange Schlange, Schnappschildkröten. Unbegreiflich über die Götter des Mythos. Gottheiten. Spinnen in Mythen und Legenden. Spinnenparasiten. Siehst gut aus. Boah, seht sie euch an, ey. Und hier so ein Riesenschnapper und hier so ein kleines Kutterboot, also ein kleines Fischfangboot oder so. Oh, könnte das ein Trampschiff sein, Trampboot oder wie man das nennt? Wer da Ahnung hat, schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Ja. Leviathan. Also die Seiten bestehen übrigens aus Thick, glossy paper. Ja, wirklich stabiles Papier. Also ein Buch für die Ewigkeit. Und mir gefällt es, dass es sich mit seiner weißen Farbe von den anderen Cthulhu-Rollenspielbüchern abhebt. Sticht gleich ins Auge, dass es etwas Besonderes ist. Und was haben wir denn hier? Den König in Gelb oder was? Ja, hier. Hast du. Sag ich doch. Ja, er passt nicht ins Bild rein, da muss er sich hier bücken und den Kopf zur Seite neigen. Ja. Todesläufer. Also sind hier schon eine Menge krasser Monster drin. Also wirklich selbst ausgedachte Monster, nicht einfach nur irgendwelche Tiere, die zusammengesetzt wurden, wie zum Beispiel eine Berghyäne, ja, halb Ziege, halb Hyäne oder sowas, sondern wirklich selbst ausgedachte Monster. Ja, hier werde ich auch bestimmt die ein oder andere Stunde drin verbringen und mich in dieses Buch vertiefen. Aufgeblähte Vettel.
der Gehörnte. Der grüne Mann, wer hat Angst vorm grünen Mann? Der Hautlose. Der schwarze Pharao. Also Ägypten, das dunkle, finstere Ägypten, spielt eine nicht unwesentliche Rolle in H.P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos. Der große Gott Pan. Ein Monsterhilfsbogen, Schergenhilfsbogen, nicht schlecht. Ja, und ein Index natürlich. Leute, hier haben wir ein Monsterbuch mit über 424 Seiten. Herrlich. Wie gesagt, es beinhaltet die beiden Monsterhandbücher 1 und 2 und Malermonster komplettiert in dieser limitierten Auflage. Ein herrliches, dickes Buch für jeden Cthulhu-Liebhaber oder Interessierten. Egal ob Rollenspiel oder reiner Buchleser. Herrlich aufgemacht. Wie gesagt, hätte ich den Machern von Pegasus gar nicht zugetraut. Es freut mich, vor allem, dass hier die Limitierung drin steht. Und dass hier auch auf dem Rücken keine weitere Beschreibung steht. Gefällt mir auch sehr gut. Ein herrliches Machwerk. Auch hier auf der Rückseite steht nichts Besonderes drauf. Aber was soll auch schon groß für ein Monsterhandbuch auf der Rückseite draufstehen? So, meine lieben Freunde, was haltet ihr von diesem grandiosen Monsterbuch? Findet ihr es gut und wichtig oder überlasst ihr das Aussehen der Monster lieber eurer Fantasie? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Für mich soll es das mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt stabil.